So, seitdem du angefangen hast, von deiner Firma zu reden, mache ich nichts anderes wie Äpfel pflücken. Ja, super. Da wirst du wenigstens satt. In den Kommentaren stand aber, du solltest trinken als höhere Priorität machen als essen. Ja, aber ich habe noch nichts zu trinken gefunden und jetzt mache ich erstmal bis energized und dann saufe ich, bis ich kotze. Nein. Am besten nicht, bis du kotzt. Kurz davor. Ich finde hier so ein paar Sachen, aber ich weiß irgendwie nicht. Irgendwie nichts wirklich Gutes. Ich bräuchte eine stärkere Nahkampfwaffe als die Crowbar. Vor allem, weil ich jetzt umzingelt von diesen ganzen Leuten bin. Ich glaube, ich höre besser auf, jetzt die ganze Zeit über die Arbeit zu reden. Ja, man steht ein Chef morgen, Montag neben dir und sagt, na, was war denn das hier? Obwohl, da Das weiß er ja wäre gar nicht, dass du es bist. ja nicht so schön. Ich hoffe, der trifft einfach nicht auf die Videos hier. Ich glaube kaum, dass der sich sowas ansieht, aber naja. Man weiß ja nie, ne? Ja, weiß nie, was die Leute machen, wenn sie alleine sind. Da passt auch die Munition nicht rein. Ich habe jetzt die Trumpe durch eine Sporter 22 ausgetauscht. Immer noch eine Feuerwehr-Axt. Okay, jetzt habe ich eine Sporter 22 mit einem 10-Round-22 Magazin, aber leider noch ohne Kugeln. Shotgun passt da anscheinend nicht rein. Das ist wohl ein richtiges Gewehr und kein. Naja, gut. Kann ich mal die Hosen wechseln? So. Jetzt habe ich genug gegessen. Hast du eine Axt? Dann besorg dir auch schon mal Stöcke und Baumrinde, um Feuer und so immer zu machen. Für den Fall der Fälle. Weil ich habe halt noch keine Axt. Was dir diesen Handrail, du brauchst halt Baumrinde und Stöcke und dann glaube ich noch Rags und dann kannst du dir diesen Handrail craften. Warte, warte, warte. Das musst du mir dann mal erklären. Ey, sterb doch, Kollege. Man sich so schön hydrated und energized und dann kommt einer, dann ist mal wieder looten. Immer das Gleiche. So, was brauche ich? Stöcke und Baumrinde. Also Branch. Nee, Bark. Bark ist Rinde, ne? Ja, Bark und Ah. ja, Branch sind halt Zweige, Äste, also ich glaube, die brauchst du dann auch. Wie viel Bark? Eins, zwei. Weiß ich nicht, ich glaube, eins würde reichen, also kannst du aber probieren. Ich hab jetzt mal zwei. Ja. Branch ist Stock. Ja, hab jetzt einen. So, was brauche ich noch? Ich glaube, die beiden, du kannst mal versuchen, die aufeinander zu ziehen. Ob du die Nee, passiert nichts. verbinden kannst. Ansonsten. Ah, Moment, ich hocke mich mal kurz hier ins Gebüsch. Ich guck mal kurz. Ich muss mal kurz nach Crafting gucken. Ah, ja, warte. Ja, hast du's? Craft hand drill from. Ja. Ja, genau. Jetzt habe ich einen hand drill. Genau, und damit kannst du dann halt immer Feuer machen jetzt. Okay. Aber ich glaube, ein, zweimal, vier, fünfmal, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie oft man das machen kann, bis es abgenutzt ist. Bis du dir Ja, wieder dann macht Neues man machen einfach musst. Neues. Das ist ja nett. So, Feuerstelle, wie geht das? Brauchst du denn schon eine Feuerstelle? Nee. Ah, hier ist Ja, noch weil ein da können wir Handtuch. ja noch aufheben, weil Feuerstelle, da musst du halt
Holz zusammenfarmen, machst du eine Feuerstelle mit, dass du dann halt Holzding hast, zusammen mit Rex, dann hast du eine Feuerstelle. Glaube ich. Ja, das war viel, viel Zeug. Ich weiß nicht mehr, da musst du noch zweimal Holz oder dreimal Holz reinmachen, nochmal Rex reinmachen, dann anzünden. Ich weiß nicht mehr. Also wenn ich es vor mir sehe, wenn ich eine Axt habe und alles, dann weiß ich das auch wieder. Jetzt so aus dem Kopf, gerade aus Erinnerung, kann ich das nicht mehr in richtiger Reihenfolge zusammensetzen. Macht ja auch nichts. Aktuell brauchen wir das ja noch nicht. Nö. Ich sehe aus, als käme ich aus dem YMCA. Ich bin ein Feuerwehrmann mit einem Kinderrucksack, wo ein gelber Marienkäfer drauf ist. Ich habe eine schwarze Hose, einen roten Pulli und einen gelben Bauarbeiterhelm. Ich bin komplett gelb gekleidet. Mit rotem Helm. Damit bist du bestimmt richtig gut in der Natur getarnt. Im Scheißdreck auf Tarnung. Ah. Frames mehr. Waffenreinigungsset. Ach ja, hast du noch ein bisschen was zu erzählen? Nicht so wirklich. Ach, du hast ja nie was zu erzählen. Nee, ich habe halt ein sehr langweiliges Leben. Übrigens, bei der nächsten Aufnahmesession kann es sein, dass der Timdi wieder dabei ist. Der wollte gern mal Kenn ich wieder noch gar nicht. mitspielen bei DayZ. Ja, stimmt, kannst du ja noch gar nicht. Er wollte gern mal wieder bei DayZ dabei sein. Sag mal, Benzinkanister, kann man da Wasser reinfüllen? Ich glaube nicht. Und wenn, dann glaube ich nicht, dass du daraus trinken Weil. kannst oder solltest. Doch, doch, hier steht Drink. Ich glaube aber nicht, dass du daraus trinken solltest. Also wenn da die ganze Zeit Benzin ist, Naja, auf was keinen drin ist, Fall. ist das Benzinkanister. Irgendwas ist drin. Wasser reinkippen kann. Na, vielleicht findest du ja Habe gleich eh ein keinen Auto. Platz für das Ding. Ja, aber mit nur drei Reifen. Oh ja, ich erinnere mich, als ich das Auto gefunden habe hier in Daisy und dann versucht habe zu reparieren. Zwei oder drei Folgen lang und am Ende ist doch nichts draus geworden. Ach ja, die guten alten Zeiten. Alter, habe ich mich erschreckt. Was denn? Kommt einer von hinten und schlägt mich. Spieler oder Infizierter? Infizierte, aber gut, dass ich noch 8 Racks übrig habe von 12. Denk dran, dass du mal guckst, dass du die Rags in verschiedene Kleidungsstücke packst. Ja, habe ich. Dass du die aufteilst, nicht, dass es kaputt geht. Ich habe auch alles von irgendwo eine drauf. Ja, das geht mir auch immer so. Es ist schon damaged, meine Sachen wieder. Okay, ich weiß nicht, wo Aber ich mit jetzt meinem bin. Nähkästchen. Ich scheine irgendwie an der Bahnstation zu sein, so ein Vorort von Elektro, wie es scheint. Naja, mal oben Ich sehen. weiß nicht, ich bin gerade bei einer Kirche oben auf einem Berg. Eine Kirche auf einem Berg? Sagt mir nichts. Nö, mir auch nicht. Das ist ja der Witz. Hahaha, jetzt habe ich den Witz verstanden. Da sind Reifen in der Lagerhalle. Zwei Reifen, drei Reifen, vier Reifen. Alles klar, vier Reifen. Brauchst du Reifen? Nee. Sind aber auch vier verschiedene Arten, so wie es aussieht. Ja, das ist egal. Fährt auch so. Die haben aber auch unterschiedliche Größen. Also, das wird ein bisschen komisch aussehen beim Auto. Ich sagte doch, das fährt auch so. Das ist auch sowas, das muss ich mir wieder kaufen für mein Auto. Reifen. Ja, hast du denn schon Sommerreifen mittlerweile drauf? Boah, aber ich habe zwei kaputt gemacht. Ich brauche wieder neue. Ja. Jetzt fahre ich wieder mit Winterreifen rum. Ich einfach noch nicht die Zeit hatte, neue zu holen. Es ist immer so aufwendig, Reifen kaufen, dann zu irgendeinem hingehen, dass er dir umzieht. Ach. Kannst ja nicht einfach Wann wird so. denn eigentlich mal das Wetter wieder etwas besser? Also, ich meine ehrlich, jetzt hat
Wann war das? Am Donnerstag war das. Donnerstag oder Freitag, die Sonne hat so ekelhaft geschienen. Könnte ruhig mal wieder ein Das war bisschen Schnee Mittwoch. fallen. Ja, es könnte ruhig mal wieder Ja, ein bisschen Schnee auf Schnee jeden fallen, ein bisschen Fall. mehr Regen. Ein Spieler. Bist du das? Ich glaube, das sind. Ich stehe hinter so einem Schild. Ja, das bist du. Rotes T-Shirt, Schweizer Maske hab ich. Ja. Wir haben uns gefunden. Warte, Perfekt. ich pack mal die Axt weg. Ja, hi. Ich drehe mich. Checkpuls. Ja, Wilhelm. Okay. Alles klar, ich wollte in die Richtung, aus der du gekommen bist, weil da geht's Richtung Elektro und Tscherno. Ja, dann ist das nicht ein schöner Rucksack. Was hast du denn so alles mittlerweile für Stuff dabei? Ich habe die Axt, die du siehst, Bloodbath-Kit, das brauche ich eigentlich nicht. Bloodbath-Kit. Rex, Moment. ja, Rinde. Nutzt es nicht, ist es damaged. Ja, hauptsächlich Rex. Es ist Burn, das kann man doch noch benutzen, denke ich. Ich pack das mal ein. Ich habe eigentlich nichts Besonderes außer Sticks, ein Messer, Handdrill und Rex. Ah gut, dann komm, gehen wir weiter. Und das, was du halt noch so siehst. Wir müssen noch ein Bloodtest-Kit für dich finden. Weil wenn du auch 0 plus hast, dann können wir uns gegenseitig immer Blut spenden. Ja, stimmt. So, hast du hier die Aber Häuser musst nachgesehen aufpassen. oder bist du jetzt durchgerannt? Alle nachgesehen. Nachgesehen, dann lohnt sich das hier kaum. Ich glaube Ne. nicht, dass hier so schnell wieder was respawnt ist. Ich denke nicht. Hier gab es jetzt nur Müll. Worüber haben wir eben geredet? Hab gesagt, dass ich neue Reifen brauchte. Ja, genau, übers Wetter und so. Ich hätte auch mal wieder Bock, irgendwie zu grillen. Komm, gehen wir mal hier links rein. Das kannst du machen. Ja, ich weiß ja, das Wetter ist dafür noch nicht so optimal, finde ich. Also schön grillen, kaltes Eben. Bier, das wäre doch was. Oh, hier liegt was. Oh, Schuhe. Hier liegen doch Kleidungsstücke auf dem Bett. Ist denn da was drinne? Nee, leider nicht. Es sind aber Hosen mit 4 Slots. Na gut. Ich bin wieder Das kann man unten. doch zerreißen. Naja gut, also ich habe mittlerweile genug Racks. Okay, Damage, naja. Ja, ich auch. Ich habe einen halben Rucksack voll. Ich habe mir alles zerrissen. Weil letztes Mal bin ich nämlich daran verendet. So, hier links. Geh ich mal rein. Ich höre da draußen ja schon wieder böse Geräusche. Ja, die sind hier überall. Oh, Scheiße. Achso, nee, das bist du. Ich dachte schon, da wäre jetzt schon einer aggressiv auf uns drauf. Ich hab mich eben so erschreckt. Ach die Scheiße, was machst du denn jetzt? Hinrennen, umaxten, freundlich Hallo sagen? Ja, immer erstmal aufpassen. Gut, dass du das gesagt hast. Ich habe nämlich auch gesehen, ich hielt dich zuerst für einen Zombie und wollte dir aus dem Weg gehen. Ich hab auch erst gedacht, es wäre ein Zombie. Da habe ich gesehen, nee, der rennt strack, das ist keiner. Hab ich überlegt, was machst du jetzt? Ah, Moment. Scheiße, da ist ein Zaun im Weg. Gut, wegachsen. Ach doch, jetzt kommt er. Wie trifft er mich denn aus der Entfernung? Was hast du da? Alles klar, Spiel ist gecrashed.